Folge 6 zu Let's Play Star Conflict. Hier wieder der Erwin und wir wollen unsere Iron Harpy wieder ein bisschen ausfliegen mit der anderen Bewaffnung der Positronenkanone MK2. Wir gehen dazu wieder in Kampf und machen noch ein paar PvP-Gefechte und bannern, was das Zeug hält. Weil ich habe ja ein bisschen gemerkt, ihr habt, diese Waffe ist zwar mit einer hohen Aufladung bestückt, dafür aber mit auch einem hohen Schaden gesegnet, was uns doch ermöglichen sollte, mehrere große Ziele schneller wegzubekommen als mit einer Laserkanone, dieser Strahlenkanone halt, viele kleinen Schaden zu machen. Außerdem merkt der Gegner dann nicht, von welcher Richtung ich komme. Zumindest nicht so schnell. So, wir warten nur die Zeit ab. Sind es ja 47 Sekunden schon. Ich denke mal, es wird schon wieder bis zur Minute 24 diesmal dauern. Gut, wir sind ja auch schon, ist ja auch schon 2.14 Uhr. Ich bin jetzt gerade aus einer Feier gekommen. Wir haben uns schon TVD-Abend gemacht noch. Also ich bin ein bisschen später ihn getroffen. Wie gesagt, wir warten dann einfach mal die Zeit ab. Müsst ja gleich los hier. Jetzt ist es wieder nur noch eine Minute. Es sind bestimmt schon welche reingekommen. Einfach mal noch mal kurz die Schiffe an. Wir wollen jetzt auf die Steel Harpy, um in die nächste Runde bzw. die nächste Stufe zu kommen und auch die nächste Bewaffnung zu bekommen, weil mit jeder Stufe, die wir voranschreiten, gibt es eine weitere andere Bewaffnung und wahrscheinlich auch etwaige andere Module, die man sich dann einbauen kann. So viel erstmal dazu. So. Okay, wir haben jetzt 1 Minute 55 drin. Ich glaube, das läuft heute nicht so ganz gut. Wahrscheinlich müssen wir doch mal noch mal eine PvE-Runde machen. Also wenn es bei 2 Minuten und 30 noch nicht so weit ist, werde ich dann mal spontan auf eine PvE-Schlacht mich eingliedern lassen. So, noch neue 8 Sekunden. Bitte, bitte, lass mich rein. Gut, der will nicht. Gehen wir wieder raus, drücken auf Kampf, gehen auf Invasion, eine PvE-Runde, drücken in diese Richtung und dann versuchen wir hier unser Glück. Ich hoffe, dass wir hier keine ganze Minute warten müssten. Eigentlich müssten ja welche on sein. Na, ist so. Und bei uns ist ein Deutscher. Mercenaries, listen to my command. Our mission is to protect key facilities in the sector. Get going. So, wir können ja in dieser Stufe sowieso nur den Iron Harpy wählen. Ja, sag ich doch, der ist deutsch. Steht ja auch ganz fett Gär dahinter, also. Muss sein, funktionieren. So. Ja, komm schon. Jawoll. Ah, wo ist er? Das ist ja auch eine coole Waffe eigentlich. Auch wenn ich das nur abschätzen muss wegen der Entfernung und mal Geschwindigkeit. Aber die Waffe ist echt cool. Gut, jetzt muss sie wieder abkühlen. Och komm schon. Gut. Die Einarbeitungszeit bzw. die Aufladezeit ist ein bisschen hakelig, aber es wird schon. Wir laden wieder hier auf. Jetzt haben wir noch Ziele. Oh, komm schon. Das war nicht ich.
Ja, Schatz, danke, dass du es mir sagst. Oh, ich muss hier verschwinden. Gucken wir mal sicherheitshalber die zwei Medic-Profil-Tank wieder. Und dann legen wir wieder los. Ja, für PvE sind die Laserwaffen einfach besser. Weil die haben nicht so eine hohe Laufladezeit, die schießen einfach sofort. Und da der Strahl sowieso nicht unter Entfernung unterscheidet, macht er auch sofort Schaden. Dann kann man auch Punkte nullen gleich, ohne dass jetzt eingeaimt werden muss, sofort drauf halten. Für die AT-100 macht es sich damit nicht besonders gut. Weil wenn die Schilder erstmal unten sind. Das ist halt so eine Waffe für ganz schwere Dinger. Oh, den hab ich gekriegt. So, wie sieht's denn aus mit unseren drei Punkten? Ja. 5 Ziele müssen wir jetzt vernichten. Und den haben wir auch geschafft für diese Runde. Dann machen wir die 100 dann noch kaputt. Oh, nee. Sehr schön. Da spare ich mir dann den Desintegrator-Modus. Oh, ein bisschen Dauerfeuer hier. Die sind sowieso schneller als ich. Hat er noch was geschrieben? Okay, hat er geschrieben. Jawohl, Chef, Sir. Ich mach keinen Schaden. Au. Die Ziele sind natürlich perfekt. Lass mir doch immer was übrig. Ach Mensch, natürlich, die haben doch eine Reichweite von 5000 Meter. Die können wir mal ein bisschen mehr auf Entfernung. Halt und rumst hier um mich herum. Was willst du denn jetzt hier? Die Waffe ist eigentlich vergleichbar wie mit einer Schrotflinte. So. Du mir auch. Na? Der war zu kurz gekommen. Oh, der hat aber eine Menge aus, denn. Ach, das ist wunderbar. Na gut. Auf der Stufe hier bin ich eigentlich total ein Nachteil. Weil es ist ja noch ein Anfangsschiff. So wie ich das mitgekriegt habe, haben meine Teamkollegen schon die wirklich viel bessere Variante eines Schiffs. Schießen hier noch. Ah, so. Oh oh. Level 2. Oh, zu spät. Lebt noch von meinen Kameraden. Oh, gucken wir mal, was der so machen kann. So wie es scheint, macht der ja voll richtig.
noch ein Objekt, mein Kumpel. Sauber. Ja, der muss ja diese Waffe haben, die genau den Granatwerfer. Der hat den Typ 3 davon. Das ist halt die Stufe 3. Und natürlich noch den Marschflugkörper, den ich ja auch besitze. Was macht der Phasenschild? Ah, ha, okay. So wie ich verstehe, wenn die Gegner auf dich schießen, denn, also auf ihn in diesem Fall, dann lädt sich so das Schiff auf und verteilt dann auf, wird er Schaden um 25% für 5 Sekunden lang, also jeder Schaden, den dieses Schiff dann verursacht, wird dann um 25% erhöht. Das ist nett. Das macht ja dann bei diesen schweren Laserdingern, gepaart mit der Waffenüberlastung, ja, supermäßig gut. Obwohl, naja, der ist, Desintegrator fällt ja deswegen weg. Aber muss ich mal gucken. Vielleicht frage ich ihn ja bei Zeiten mal. Der Titel seines seiner Corporation gefällt mir total. Na gut, würde auch nicht so cool kommen, wenn man gesund heißen würde. Ach, echt? Na gut, jetzt wieder der Bestrafer. Wir versuchen den natürlich so schnell wie möglich wegzukriegen. Okay, ich muss verschwinden. Ein Schild ist unten. Wisst ihr, wie schnell ich kaputt gehen kann? Müssen aber wirklich alle Geschütze treffen, ansonsten habe ich nicht viel von. Ah, schon wieder. Ja, der geht schon wieder aufs Korn. Wir drücken schon mal jetzt die 2. Aber vorher brauchen wir den Störenfried hier weg. Schon. Gut, haben wir. Okay. Ach, der nimmt schon wieder mich. Dann bin ich gleich tot. Ja, ich bin tot. Ach, vielleicht nehme ich mir auch ein sekundäres Schiff noch, um dann zu mit höherer Mobilität dann halt vom Gegner zu flüchten. Am besten so eine Art Kanonenschiff wieder. So, okay, dieses Schiff ist ja rein offensichtlich von der Jericho-Fraktion. Wahrscheinlichkeit halt eine Fregatte. Oh! Und schon, ihr müsst nur noch 5. Ne, 7 Ziele. 7 Ziele müsst ihr noch fast vernichten. Ihr habt das geschafft.
Was war denn das? Das will ich auch können. Das sah cool aus. Der ist schon kaputt. Auf was schießt der da unten eigentlich? Ja, da musst du drauf halten. Sauber. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat das geschafft. So, wählen wir uns noch was Schönes aus. Was wir mit zum Geburtstag mitnehmen. Okay, nehmen wir auch. Und das hier. Ach ja, noch ein Viertel können wir auch noch. Ist ja beim ersten Gefecht jedes Mal so. Okay. Gucken wir mal. Wir haben jetzt zwei solche super krassen Artefakte gekriegt. Tut für Wärmedämmung. Keine passende Module gefunden. War ja klar. Eine Signaleinheit, ein seltenes Modell der Aliens, das anscheinend dafür genutzt wurde, ein Koordinatenset zu erstellen und ohne weitere Verstärkung zu übermitteln. Okay. Ich kann nicht lesen. Great fight, Mercenary. Congratulations. Danke. Oh, gut. Die 44 Punkte, die packen wir einfach mit drauf. Akzeptieren. Könnten wir uns jetzt eigentlich das nächste Schiff leisten? Nö. Dafür brauchen wir noch eine Stufe. Ach. Was soll's. Machen wir jetzt einfach. So. Und wir brauchen 7200 dafür. 720.000 dafür. Na gut, damit verabschiede ich mich wieder für die 6. Folge. Das war jetzt aber ein bisschen spannend. So, ach ja, verabschieden. So, lasst euch gut gehen, Leute. Wie gesagt, kommentieren, liken und teilen, falls euch die Folge gefallen hat. Oder auch mein Charme. Wovon ich aber jetzt nicht ausgehe. Ansonsten, wenn es euch besonders gut gefallen hat, natürlich abonnieren. Aber hauptsächlich geht es mir mehr darum, dass ihr Verbesserungsvorschläge und derweil mir zukommen lasst. Oder am besten gebt mir ein paar Vorschläge, was ich so für Free-to-Play-Spiele für euch antesten soll. Ich meine, ihr habt es ja tonnenweise. Aber bitte nicht diese billigen Rollenspiele, WoW-Abklatsch-Dinger da. Kannst du sowieso fast alle in eine Tonne treten. Wie gesagt, lasst euch gut gehen, haut rein.